Wie du dich beim Mountainbiken besser schützen kannst, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! In meiner Kindheit hat man sich nicht viele Gedanken um Schutzausrüstung beim Fahrradfahren gemacht. Wir hatten ja nicht mal einen Helm auf. Aber damals war es irgendwie normal. Heute ist es für mich undenkbar, ohne Helm zu fahren. Leider sehe ich aber noch immer ziemlich viele Leute ohne Helm fahren. Echt jetzt? Hier habe ich meine komplette Sammlung an Schutzausrüstung. Ich habe sie in zwei Gruppen unterteilt. Einmal die Standardmontur und einmal die erweiterte Montur, die hinter mir ist. Egal wo ich fahre, ohne Helm, Handschuhe oder Knieschoner geht bei mir nichts. Okay, ich gebe es zu. Handschuhe vergesse ich hier und da schon mal. Aber ich muss wirklich sagen, mit Handschuhen fühle ich mich deutlich wohler auf dem Rad und auch deutlich sicherer, falls ich mal hinfahren sollte und mich mit den Händen auffange. Dieses Set benutze ich auf Touren mit geringem Trailanteil oder wo ich weiß, dass die Trails ja, harmlos sind, wo nichts Wildes kommt, wo vielleicht nur ganz kleine Sprünge sind, Wurzeln, relativ flach, nicht wirklich steil. Da benutze ich dieses Set. Wird es jedoch anspruchsvoller und ich weiß, die Trails haben es in sich, steil, größere Sprünge, Gaps oder bin ich im Trailpark oder Bikepark unterwegs, dann kommt die erweiterte Montur bei mir zum Gebrauch. Bin ich wirklich nur im Trail- oder Bikepark unterwegs, ist es für mich keine Frage, dass ich den Fullface-Helm anziehe mit einer Goggle und zusätzlich zu den Handschuhen und den Knieschonern kommt bei mir dann noch die Schutzweste zum Einsatz, wo ich einen Rückenprotektor drin habe, den Brustprotektor, an den Schultern jeweils Protektoren und Ellbogenschoner sind hier auch schon mit drin. Ich habe mir extra dieses Modell ausgesucht, wo schon Ellbogenschoner auch mit drin sind. Ich hatte zwar so Ellbogenschoner, die man so über den Arm überziehen konnte, die haben mir jedoch nicht so gefallen, weil die mir immer runtergerutscht sind und das war total nervig, hat mir gar nicht gefallen. Deswegen wollte ich ein Modell haben, wo das schon gedreht ist, wo das nicht hin und her rutschen kann und wo es einfach sitzt und ich mir keine Gedanken darüber machen muss, sitzt es jetzt richtig oder nicht. Oftmals übertreibe ich bestimmt auch mit der Schutzausrüstung. Das ist mir irgendwie schon bewusst, aber meine Frau und meine Kinder, die wollen mich halt auch wieder gesund und heil zu Hause haben. Und ich will schließlich auch wieder gesund und heil zu Hause ankommen, weil ich auch noch mein Leben genießen will und auch noch weiterfahren will. Deswegen übertreibe ich es oft auch mit der Schutzausrüstung, weil es kann wirklich schnell passieren. Wie sieht es bei euch aus? Welche Schutzausrüstung benutzt ihr auf Touren, leichteren Trails und im Trail- oder Bikepark oder wo die Trails einfach richtig heftig sind? Welche Schutzausrüstung benutzt ihr da? Übertreibt ihr so wie ich oder seid ihr eher, ach, braucht man alles nicht? Lasst mich das gern unten in die Kommentare wissen, es würde mich echt mal gerne interessieren, wie ihr das Ganze seht. Auch wenn du denkst, ach, mir passiert schon nichts, ich pass auf. Es kann schneller gehen, als du denkst. Und das Vorderrad rutscht dir weg, du fliegst über den Lenker oder whatever. Aber ich möchte dich motivieren. Achte darauf, dass du ausreichend Schutzausrüstung anziehst. Damit du auch wirklich länger Spaß auf dem Bike hast. Das war es auch schon. Ein kurzer Überblick über meine Schutzausrüstung. Ich hoffe, du konntest was aus dem Video mitnehmen oder fandest es unterhaltsam. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also, macht's gut, haut rein und ciao.